Herzlich willkommen beim Wedemarkast. Am Mikrofon ist David Günther. Am 26. Mai 2024 fand in Bissendorf auf dem Amtshof der Ökomarkt statt. Der findet ja immer einmal im Jahr statt. Und nun war es also mal wieder soweit. Und jetzt kommt eine kleine Formalität. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen dem Wedemarkast, den ihr da gerade hört, und Bündnis 90 Die Grünen, Ortsverband Wedemark. Das liegt daran, weil ich gebeten wurde, von den Grünen eben eine Reportage sozusagen über den Ökomarkt zu machen, was ich aber auch selber getan hätte. Und vor allem liegt es daran, dass wir die Europaabgeordnete Katrin Langensiepen im Interview haben, die vor Ort war am Stand der Grünen. Was ist daran besonders? Also allein, dass eine Europaabgeordnete in Bissendorf zu haben, ist schon was Besonderes. Aber sie ist die erste weibliche EU-Abgeordnete mit Behinderung. Sie hat das sogenannte TAR-Syndrom. Das bedeutet, sie hat keine Speichen an den Unterarmen. Optisch sieht das so ein bisschen aus wie bei Contagan-Geschädigten, ist aber wie gesagt nicht Contagan, sondern das TAR-Syndrom. Das Interview mit Katrin Langensiepen gibt es am Ende. Davor gucken wir mal so ein bisschen, was sonst noch auf dem Ökomarkt los war. Herzlich willkommen beim Wedemarkast. Der Ökomarkt in Bissendorf. Viele von euch waren wahrscheinlich schon mal auf dem Ökomarkt und es war wieder eine bunte Mischung aus Handarbeiten, Seifen gab es zum Beispiel auch oder eben natürlich Lebensmittel zum Probieren und Kaufen von den verschiedenen Höfen und Anbietern halt rund um die Wedemark. Und daneben gab es natürlich auch Vereine, die auf ihre Arbeit aufmerksam gemacht haben. Ein Verein war zum Beispiel Miteinander Wedemark. Miteinander Wedemark ist ein Verein, der sich für die Integration von Flüchtlingen einsetzt. Ich hatte sie im Interview. So, ich bin jetzt gerade am Stand von Miteinander Wedemark, doch. Genau, wer bist du? Ich bin Cordula. Cordula, alles klar. Genau, was macht ihr hier genau? Ihr arbeitet mit Geflüchteten, so wie habe ich verstanden. Genau, es ist ein Verein, der sich aus mehreren quasi auch zusammensetzt. Aber ein Teil ist eben, dass die geflüchteten Menschen, die hier in die Wedemark gekommen sind, die Möglichkeit haben, hier gut anzukommen, die Sprache zu lernen, Unterstützung zu haben bei bürokratischen Angelegenheiten. Wenn Sie Fragen haben in Bezug auf die Kultur in Deutschland oder den praktischen Alltag, die Alltagsbewältigung, dann sind eben Menschen da, die sich darum kümmern. Und dieser Verein Miteinander, der ist aber noch viel weiter gefasst, nämlich es ist halt auch hier in der Wedemark so, dass es eben rassistische Bemerkungen gibt. Tatsächlich? Genau. Okay. Also man denkt das nicht, es wirkt immer alles so schön und so bunt und schon, ja. Genau. Aber es gibt eben auch andere Tendenzen und der Verein Miteinander möchte dafür sorgen, dass diese Stimmen nicht zu laut werden und etwas dagegen zu setzen. Ich wollte gerade fragen, das ist doch wahrscheinlich doch eher nur eine Minderheit, oder? Ich schätze schon. Aber ja. Weißt du was, ich hole mal eben Martina, weil die da noch besser alles informiert klar. ist. Alles klar. Okay. Also ich weiß jetzt tatsächlich aktuell gar kein Beispiel hier in der Rede macht. Weißt also, du ein Beispiel? Ich glaube, dass jeder der betroffenen Beispiele berichten kann. Wahrscheinlich, ja. Wir sprechen in ganz, ganz schlimmen Fällen drüber. Jeder Einzelne könnte sagen, das ist mir jetzt gestern oder letzte Woche passiert. Also wahrscheinlich so Alltagsdiskriminierung, so, würde ich mal. Ne? Aber wir sind ja eigentlich angetreten zu... Genau, ja, nee, das ist klar. Das ist mir schon klar. Aber ich hatte halt trotzdem jetzt mal gefragt, sage ich mal, wie sich das... Weil natürlich gerade das Stichwort AfD momentan natürlich in aller Munde ist,
sag ich mal. Ne? Und ja, von daher war jetzt mal einfach die Frage. Aber ja, wir sind ja mehr. Ihr seid, genau, das war ja meine Frage. Das war ja genau die Frage, die ich gestellt habe. Davon gehe ich aus. Ihr habt zum Beispiel hier gebacken. Also macht ihr sowas öfters, so Backaktionen und so weiter, dass ihr irgendwie zusammen... Also, ich will mal sagen, es gibt den Verein Miteinander, es gibt das Bündnis für Vielfalt in der Wedemark und es gibt Sprachlernangebote für Geflüchtete. Ja. Jede dieser Initiativen zeichnet sich dadurch aus, dass sie sowas wie ein Konzept im Kopf hat. Mhm. Aber in jeder dieser Initiativen kann es auch passieren, dass dann solche ganz operativen Aktionen dabei rauskommen. Okay. Wir planen jetzt nicht, wir machen eine Backaktion. Okay. Wir planen auch nicht, wir machen eine Fotoaktion oder so. Mm. Aber es kann im operativen Umgang miteinander, so ist das hier zum Beispiel entstanden, passieren, dass da eine Backaktion daraus kommt. Und dann haben wir gesagt, und diese Backaktion, die fanden wir alle so toll, ja, die präsentieren wir jetzt mal auf dem Ökomarkt, der steht gerade vor. Ja, genau. Habt ihr so, wie soll ich sagen, so regelmäßige Treffen und sowas? Ja. Also wir haben regelmäßige Treffen in den verschiedenen Gremien. Die Sprachkurse treffen sich natürlich. Ja, logisch. Aber ich meine jetzt so Freizeitaktivitäten. Das Projekt Taschentalent, die treffen sich regelmäßig. Taschentalent? Was ist Taschentalent? Komm mal schnell mal. Da nähen geflüchtete Frauen und deutsche Frauen zusammen Taschen, Handyhüllen und so weiter. Aus recycelten Materialien, aus Flaggen, aus Segeltuch. Die treffen sich mindestens einmal die Woche, um das Projekt durchzuführen. Wir vom Vorstand treffen uns natürlich regelmäßig, mindestens einmal im Monat, um Dinge zu organisieren, zu besprechen, zu verwalten. Okay. Ja. Und die Sprachlernangebote finden zeitgleich in Mellendorf und in Bissendorf zweimal die Woche statt. Genau, hier in Bissendorf bei Michaelis, glaube ich. Und ich glaube, in Mellendorf ist es im MGH, ne? Genau. Ja, kann man bei euch Mitglied werden und wenn ja, wie? Im Verein? Ja. Natürlich. Sehr, sehr gerne. Und, sehr, sehr gerne. Ja, über unsere Homepage. Oh, super, www.miteinanderwedemark.de. Zusammengeschrieben. Alles zusammengeschrieben. Alles zusammengeschrieben. Ja. Okay, merken wir uns. Dankeschön. Ich denke, ich werde da auch Mitglied werden. Das klang sehr, sehr, sehr cool. Dann gehen wir mal einfach weiter durch den Markt über das hoppelige Kopfsteinpflaster. Das ist übrigens wirklich eine Sache, die ihr euch mal überlegen solltet, liebe Initiatoren und Initiatorinnen. Das ist für Rollstuhlfahrer überhaupt nicht einfach, wie ich einer bin. Und für ältere Menschen mit Rollatoren ist das auch nicht gerade schön mit dem Kopfsteinpflaster. Vielleicht solltet ihr in Zukunft mal überlegen, das war jetzt heute nicht möglich, denn es gab parallel zum Ökomarkt auch noch das Schützenfest. Aber das findet ja zum Beispiel an der Mehrzweckhalle statt. Ich weiß schon, das Ambiente auf dem Amtshof ist schöner, aber wie gesagt, das Kopfsteinpflaster ist wirklich so ein bisschen ein Problem. Nun denn, wir gehen trotzdem mal weiter über das Hoppelpflaster und landen beim NABU. Das ist natürlich der Naturschutzbund. Und auch mit dem Naturschutzbund konnte ich sprechen. Im Hintergrund hört ihr übrigens eine kleine Jazz-Kombo. Ich weiß es nicht genau, weil ich kann es ja nicht sehen, weil ich blind bin. Aber ich habe gehört eine Gitarre, einen Bass und ein Saxophon. Habe ich irgendwas vergessen? Wenn ja, mich hauen. So, jetzt kommt, wie gesagt, zum Interview vom Naturschutzbund. Here we go. Neben mir steht jetzt Ulf vom NABU, also sprich wahrscheinlich Naturschutzbund, richtig? Das ist richtig, genau. Das ist richtig. Ja, was macht ihr hier heute auf dem Ökomarkt? Ich meine, klar, Öko und Naturschutz liegt ziemlich nah beieinander, klar, logisch, aber erzähl mal, was macht ihr heute hier? Also wir versuchen hier als Ortsgruppe NABU Wedemark das Thema naturnahes Gärtnern den Leuten näher zu bringen. Okay. Dabei geht es um Gartengestaltung, was kann ich tun, um Insekten in meinen Garten zu locken. Mhm. Dabei geht es um so Themen wie, ich lasse bestimmte wilde Ecken sich selbst überlassen, ich habe Totholzhaufen in meinem Garten. Welche Pflanzen kann ich setzen, die Insekten anlocken? Mhm. Ja, das sind so die Themen, ne? Okay. Ist das auch so generell euer Grundthema oder was macht ihr im Naturschutzbund? Das ist ein Thema, dass wenn Leute interessiert sind, uns da ansprechen können. Also wir haben eine beratende Funktion hier in der Wedemark. Wir haben natürlich aber auch eigene Flächen. Wir haben gepachtete Flächen. Okay. Und die versuchen wir so, ihre Art, sage ich mal, naturnah zu gestalten und zu betreuen. Also das sind Waldstücke, das sind Moorflächen, das sind aber auch Wiesenflächen. Und dort Maßnahmen zu ergreifen,
oder halt auch genau nichts zu tun, okay. Damit sie der Natur überlassen werden und aus Naturschutzgesichtspunkten aufgewertet werden. Mhm. Das ist so unsere Mission. Momentan ist ja so ein aktuelles Wildermarkt-Thema, der Bau von Windrädern im Forst Runzhorn. Seid ihr da auch in der Diskussion? Da sind wir in der Tat in der Diskussion, dass unser Vorstand an der Stelle auch ja, eine Stellungnahme dazu geschrieben hat. Auch auf unserer Internetseite gibt es diese Stellungnahme einzusehen. Ganz kurz und knapp zusammengefasst, es ist so, dass wir natürlich den Klimawandel anerkennen, das steht außer Frage, und auch Maßnahmen dazu, alternative Energien zu fördern, begrüßen. Das, was uns an dieser Stelle tatsächlich aber so ein bisschen missfällt, ist die Wahl des Ortes. Ja. Wir sind an der Stelle der Meinung, dass es unter Umständen in der Wedemark geeignetere Flächen gäbe, um dort auf Windenergie zu gehen. Was würdet ihr vorschlagen, welche Flächen geeignet? Also, zum einen ist die Frage, wie viele Flächen muss es in der Gemeinde Wedemark grundsätzlich geben? Schießen wir unter Umständen über das Ziel hinaus? Und die zweite Frage an der Stelle ist, oder die Alternative, die wir denken, dass es in den Flächen, wo es ja, bereits naturarm ist, also entlang der Autobahn beispielsweise, unter Umständen geeigneter wäre. Aber da gibt es genauere Informationen tatsächlich in der Stellungnahme. Ne? Ja, ist okay. Wenn sich jetzt jemand, kann man sich bei euch mit engagieren und wenn ja, wie? Auf jeden Fall. Also bei uns ist es so, dass wir uns einmal im Monat treffen. Das ist unser sogenannter Aktiventreff. Der findet häufig in Mehrgenerationen aus dem Mellendorf statt. Mhm. Das ist immer der zweite Donnerstag im Monat. Okay. Jeder Interessierte kann dort mitmachen, kann da jederzeit vorbeikommen. Mhm. Wir empfehlen allerdings, sich mit uns im Vorfeld in Verbindung zu setzen, weil diese Treffen schon sehr operativ im Austausch sind. Jeder, der aktiv mit dabei ist, hat ein Biotop, was er pflegt, hat Themen, die er mitbringt. Und vielleicht, wenn man das erste Mal hört, dann wirkt es ein bisschen erschlagend. Von daher bieten wir das dann immer an, dass sich die Leute gerne mit uns im Vorfeld in Verbindung setzen. Dann holen wir sie vorher ab. Verstehe. Und dann sind sie jederzeit willkommen. Und verstehe. Die Tätigkeiten, die wir bei uns haben, ist aktive Mitarbeit im Naturschutz. Also wirklich körperliches Arbeiten. Ach so, ja. Oder halt auch wirklich klassische Vereinsarbeit. Das Thema Öffentlichkeitsarbeit, das Thema Vereinsstrukturen. Und wir haben eine ganz tolle NAJU-Gruppe, also wo die Kinderorganisation des NABUs, Naturschutzjugend. Auch da kann man sich jederzeit mit der Gruppe dann engagieren. Machst du mal die Homepage sagen? www.nabu-wedemark.de. Alles klar, ich danke dir. Ich danke dir. Das Interview mit Ulf vom Naturschutzbund Wedemark. Ja, nochmal vielen Dank. So, genau, achso, bevor ich das wieder vergesse. Was die Sachen mit den Windrädern angeht, da könnt ihr mal ein bisschen unsere Social-Media-Kanäle beobachten. Da wird nämlich sehr bald ein neuer Artikel darüber kommen. Mit neuen Infos, was da jetzt gerade passiert und wie diverse Naturschutzvereine dazu stehen. So, wir hoppeln weiter über das Kopfsteinpflaster. Und landen dann bei einem Stand mit der Aufschrift, mit dem Schild Soziale Landwirtschaft. Das hat mich natürlich mega interessiert, denn die Wedemark ist natürlich eine Landwirtschaftsgemeinde. Wir haben natürlich ganz viele Bauernhöfe. Und ja, soziale Landwirtschaft klingt ja vielversprechend. Ist es auch, ist aber nicht von einem Wedemerker Bauernhof, sondern ist dann tatsächlich das Gut Adolfshof mit PH aus, ich glaube, Hemmingen sind sie. Die haben unter anderem ein Depot in Langenhagen, wollen und schauen sich auch gerade um, dass sie irgendwie ein Depot in der Wedemark kriegen. Die sind nicht zum ersten Mal auf dem Ökomarkt. Die waren letztes Jahr auch schon da und da habe ich mit ihnen auch ein Interview gemacht. Das war eine der ersten Interviews vom Wedemarkcast. Findet ihr bei YouTube, gebt einfach mal ein Wedemarkcast Gut Adolfshof und dann kommt ihr dahin. So, jetzt sind wir also wieder beim Gut Adolfshof, reden aber wie gesagt gar nicht so viel über den Hof selber. Naja gut, auch das eine kannst du vom anderen nicht trennen, aber es geht wie gesagt eher über die Aktion Soziale Landwirtschaft. Hören wir rein. Warte mal. Wie geht denn das jetzt? Ja, magst du mal den grünen Knopf drücken? Aus dem Gedanken ist nämlich vorhin der Kaffee entstanden. Alles klar, dann mache ich das. Erzähl vielleicht mal kurz, ihr seid, hier steht solidarische Landwirtschaft. Wer seid ihr genau und wer bist du?
Ich bin ganz einfach Mitglied der solidarischen Landwirtschaft. Okay. Die solidarische Landwirtschaft gibt es seit 6 oder 7 Jahren, nagel mich jetzt nicht fest, okay, aber ca. 6 bis 7 Jahre. Das ist also nichts anderes, als dass wir, die Solavisten, sage ich jetzt mal, einen bestimmten Betrag an den Hof zahlen und dafür Ernteanteile bekommen. Ah, okay. Ernteanteile. Du nimmst nachher mal so ein Prospekt mit, da steht drin, das ist also verschiedene Art. Es gibt also einen Ernteanteil vegetarisch, es gibt einen Ernteanteil nur Milchprodukte. Ja. Verschiedene, so wie eben der Verbraucher es gerne hätte. Wichtig ist bei uns, alles kommt vom Hof, alles ist auf dem Hof erzeugt worden. Wir haben also in der Solawi nichts, was jetzt nicht wirklich vom Hof erzeugt wird. Wir haben eine eigene Käserei. Aha. Wir haben einen großen Bereich Gemüse. Wir haben auch Erdbeeren. Nach dem Interview darfst du gerne mal eine nehmen. Und ja, es ist also wirklich auch, die Tiere werden natürlich gehalten. Also für mich ist wirklich wichtig, dass die Tiere leben, dass sie wirklich ein Leben haben. Nicht irgendwo in diesen Mastanlagen oder in diesen Riesenställen, wo die hinvegetieren, ohne Schwanz, weil sie so verstümmeln, kann unsere Tiere leben. Die Ziegen zum Beispiel. Ich mache das auch noch nebenbei. Ich fahre auch einmal in der Woche auf den Markt, und zwar in Burgdorf. Dann sehe ich, dass abends die Tiere wieder reingetrieben werden, die Ziegen. Das ist ein richtiges Bohai. Da kommen die Ziegen ran und man laufen in verschiedene Richtungen. Also so wirklich toll. Ne? Also der Hof ist nur unser Hof. Das ist nur euer Hof? Das ist nur der Adolfshof. Okay. Adolfshof in Nehmlerei. Ja. Übrigens ganz interessant, unsere Hofstelle, die Hofstelle selber, existiert seit 1824. Ja. Seit 1950 sind wir Biobetrieb. Und dass wir jetzt diese Solawi ins Leben gerufen haben, dann, das hat den Grund, wir vertreiben also nichts an irgendwelche Drittvermarkter, sondern wir vertreiben nur über einmal die Solawi als Standbein und der zweite ist die Vermarktung. Wir sind auf verschiedenen Märkten in der Region. Ah, ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Also was sind das für Unternehmen oder Leute, die bei euch da einzahlen? Wie kann ich mir das vorstellen? Aus allen Schichten der Gesellschaft. Okay. Es sind die Jungen, gerade Junge, die ja gerade ins Leben gestartet sind, sage ich mal, mit kleinem Kind, leben heute sehr bewusst und sehr, sag mal, umweltbewusst. Das ist also das, was bei uns natürlich klar im Vordergrund steht. Ja. Das heißt, die haben also ein anderes Herangehen an Lebensmittel, das ist so die Gesellschaft um die 40 hat. Denn für die sind Lebensmittel, muss ich haben, kaufe ich, muss billig sein. Und das sind die Großmärkte, die Supermärkte, wie, ich will jetzt keinen Namen nennen. Kannst du ruhig machen, alles gut. Aldi oder Rewe oder Lebensmittel wirklich zu Dumpingpreisen angeboten werden. Ja. Und diese Dumpingpreise, wiederum haben natürlich einen Rückschluss auch auf die Höfe. Ja. Die Höfe, die diese Märkte liefern, ne, stehen unwahrscheinlich unter Preisdruck. Ja, ja, genau. Das ist eine riesen Gefahr für die Lebensmittel, weil das muss alles billig produziert werden. Billig produziert geht nur durch Einsatz von Chemie und von eben Riesenstellen, Riesenflächen, die bewirtschaftet werden. Das ist ja diese Monokultur. Auch das ist der Tod eigentlich der Bodenkrume. Ne? Denn die Bodenkrume braucht ja eine gewisse Bewegung, gewisse Pflanzfolgen. Und das ist natürlich bei uns nicht gegeben. Wir sind wirklich in einem Kreislauf. Bei uns ist wirklich ein Kreislauf. Wir nutzen keinen Fremdhunger, sondern Dünger wird bei uns aus unserem Tierbestand rekrutiert. Ne? Und das ist also wirklich ein Kreislauf, der wirklich stimmig ist. Ne? Ja, das heißt, das sind hauptsächlich Privatpersonen, die da mitmachen? Oder? Also wir haben, ich glaube jetzt also aus meinem Kenntnisstand heraus, haben wir keine Firma, die das macht. Das wäre natürlich auch schön, wenn Firmen sich daran beteiligen würden. Aber diese Solawi richtet sich an den Einzelkunden, an den Endverbraucher. Wie viel zahlt man da bei euch? Es kommt darauf an, was du für eine, was du für einen Ernteil nimmst. Das ist also unterschiedlich. Ich glaube, die neuesten Preise habe ich mir jetzt gar nicht drauf. Also wir bezahlen so etwas bei 190, ich kann es ja gerne mal hinnehmen, 190 Euro und haben einen vegetarischen Ernteil. Also ist das dann pro Monat? Oder? Pro Monat. Ah ja, okay, verstehe. Und das
was ich zu Anfang nicht gedacht habe, ich bin vom Beruf Kaufmann, ja. Diese 190 Euro, die brauchst du nicht auf die deine alten Lebenshaltungskosten draufsatteln, sondern das ist wirklich, wir ernähren uns fast ausschließlich von dem, was wir das heißt also, wir gehen sicherlich nochmal irgendwo in den Supermarkt, aber nur die Produkte, die wir eben über den Hof nicht beziehen. Ja, das heißt, bei euch bekommt man, was bekommt man? Man bekommt Früchte, man bekommt Käse, hast du schon gesagt. Also, ich habe hier mal eine Liste, was ist ein Ernteanteil? Ja. Das sind Kartoffeln, das ist Gemüse, das sind Eier, ja. 4 Eier im Maßfall, dann Milchprodukte, 5 bis 7 Liter, äquivalent. Das sind 240 Gramm Schnittkäse, ein Weichkäse, 125 Gramm Frischkäse, 500 Gramm Joghurt oder 400 Gramm Fleisch. Ja. No, das ist der Ernteanteil Fleisch, bekommt 300 Gramm Wurst und alle 14 Tage 600 Gramm Fleisch. Und dazu noch extra zu bestellen, was nicht vom Hof kommt, was vom Backwerk kommt. Das ist ein Brot oder Brötchen dabei. Es klingt jetzt, also weiß ich nicht, 300 Gramm Wurst klingt das aber auch nicht so viel, oder? Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin kein Wurstesser. Ja, okay. Vegetarier. Ja, weißt du, okay, aber das ist natürlich klar, das ist nur ein Anteil. Das Problem ist ja, einen Ernteanteil so auszulegen, dass er wirklich auch verzehrt werden kann. Und das ist natürlich auch so ein Kompromiss, den wir machen mit den. Mit dem Ernteanteil und mit den Mengen da drin. Aber stellt sich heraus, also für uns als Zwei-Personen-Haushalt reicht das allgemein. Okay. Und man kann ja auch, wenn man möchte, dazu bestellen. Das ist ja, jedem okay. Depot möglich. Und diese Depots sind verteilt. Hier vor Ort haben wir in Bismarck haben wir noch keins. Aber in Langenhagen, glaube ich, ne? In Langenhagen, Krefeld. Ja. Wir sind also, ich glaube, insgesamt 12 oder 13 Depots jetzt, die wir haben. Und man kann also immer dazu bestellen. Man kann alles, was der Hof hat, kann man auch dazu bestellen. Ah ja, okay. Das ist auch bei online möglich. Und du kriegst es angeliefert, einmal in das Depot, holst es einmal in der Woche ab. Ne? Ah ja, okay, verstehe. Dann machst du mal die Homepage einfach nennen. Ja, das ist www.adolfshof.de. Genau, mit PH, alles klar. Wissen wir Bescheid. Dankeschön. Bitte. Achso, du hast ja noch eine Erdbeere. Ja, ich will eine Erdbeere. Komm, das nehmen wir jetzt auch noch mit auf. Komm. Warte mal. Danke. Ja, danke. Ja. Lecker. Also, wenn Sie gerne so ohne Chemie, ohne irgendetwas, was da nicht reingehört. Ne? Und ich bekam dann sogar noch ein Stück Hartkäse und auch dieses Stück war sehr, sehr lecker. So, jetzt knistert es hier im Mikro. Das liegt daran, dass das Handy an der falschen Kabel liegt. So. Genau. So, Ladies and Gentlemen, jetzt kommen wir zum Star of the Evening. Please welcome from the European Parliament, Katrin Langen-Siepen. Ja, ich durfte mit ihr sprechen und das klang dann so. Und mir gegenüber ist jetzt Katrin Langen-Siepen aus dem Europaparlament. Ja, erstmal herzlich willkommen. Warum bist du heute hier auf dem Ökomarkt in Bissendorf? Du kommst aus Langenhagen, habe ich auch schon gelesen. Ja, erzähl einfach mal. Also, ich komme aus der Region Hannover und zwar habe ich mein erstes Lebensjahr in Mellendorf verbracht. Ach ja. Und dann ganz viele Jahre in Großburg-Wedel. Mein Vater hat in Mellendorf gearbeitet. Okay. Und somit bin ich eigentlich hier so das Kind aus der Nachbarschaft. Und den Ökomarkt, den kenne ich schon relativ lange. Und den gibt es ja auch schon sehr, sehr lange. Und da bin ich heute bei den Grünen zu Gast. Okay, ja, du bist im Europaparlament seit 2014, glaube ich. 19, genau, ja, richtig. Und bist die erste weibliche Abgeordnete mit einer Behinderung. Du hast das TAR-Syndrom, das heißt, dir fehlen die Speichen am Unterarm. Was heißt das genau? Erklär es mal ein bisschen. Dass ich im Europaparlament sitze? Nein, was das genau für eine Behinderung ist. Wie schränke ich das ein? Also,
Naja gut, für die Leute, die mich nicht sehen können, erkläre ich es mal ausnahmsweise. Normalerweise mache ich das eigentlich nie, weil das nichts mit der politischen Arbeit zu tun hat. Nee, klar, aber... Aber für Menschen, die mich sonst nicht sehen können, ich habe eine leichte Verkürzung der Arme. Und wenn etwas weit weg ist, dann komme ich da halt nicht so gut rein. Ach so, aber du kannst die Arme so trotzdem im Prinzip normal benutzen. Ich kann lesen, ich kann schreiben, also bis ins EU-Parlament habe ich es auch geschafft. Ja, das ist schon klar, aber du kannst... Hat es nicht so eingeschränkt. Aber okay, also das meinte ich halt. Also du kannst die Arme trotzdem benutzen, sag ich mal. Ja, cool. Was machst du genau im Europaparlament? Da bin ich stellvertretende Vorsitzende im Sozialausschuss und befasse mich überwiegend mit Sozialpolitik. Also wir haben den europäischen Mindestlohn dort auf die Agenda gebracht bzw. an dem Gesetz gearbeitet. Dann den EU-Schwerbehindertenausweis war ein ganz wichtiges Thema für uns. Das war ja ein Gesetzesentwurf, das haben wir verabschiedet. Und somit alles, was mit Sozial und Sozialpolitik und vielleicht so Inklusionspolitik ist immer so ein Begriff, aber das ist ja für alle Bereiche eigentlich relevant, befasse ich mich damit. Das ist sozusagen dein Schwerpunktthema oder also machst du das nur oder weiß ich nicht, bist du auch bei anderen Sachen mit eingespannt? Ja, also ich glaube, ich bin so die, die sehr, sehr viel macht, weil ich so viele Interessen habe. Ich bin im Binnenmarktausschuss und da habe ich mich auch befasst mit dem Gesetz der Spielzeugsicherheit. Das war ein ganz spannendes Thema. Welche Spielsachen, und das sind so die Bürgerinnen-Themen. Jeder hat irgendwie Kinder um sich rum und die nervigen, quietschenden Spielzeuge, die es gibt. Wo jeder sagt, kann man das bitte nicht verschenken. Und da kommt die sogenannte Regelungswut der EU und sagt, so jetzt wollen wir mal die Nerven der Eltern schonen. Und haben da nochmal an den Standards gearbeitet, dass es geringe Giftstoffe in dem Spielzeug ist. Was hat überhaupt, was wird importiert? Also das ganze Zeug aus China. Dass wir da nochmal hohe Standards gesetzt haben. Und das war auch ein spannendes Thema. Und wahrscheinlich auch die Lautstärke davon. Die Lautstärke, ja, genau. Was würdest du sagen? Jetzt wird ja immer viel diskutiert mit Inklusion etc. etc. Wie weit sind wir auf diesem Gebiet, gerade in Deutschland? Ja, das ist immer so die Standardfrage, die ich kriege. Wo läuft es richtig gut und wie läuft es richtig gut in Deutschland? Wir haben nicht das Paradebeispiel. Nee, wir haben ich nicht auch. In Europa, wo man sagt, boah, wenn du da hingehst, ne, dann paradiesische Zustände. Wir haben ca. 100 Millionen behinderte Menschen in der Europäischen Union. Das ist keine kleine Gruppe. Und wir können sagen, dass es in allen Ländern, ich würde mal sagen in Deutschland, auch wenn es nervt und schwierig ist, wir haben die 24-7-Assistenz, wir haben es als Gesetz. Es gibt in Polen, in Ungarn, Tschechien entweder sowas gar nicht oder nur irgendwie gefühlt 6 Stunden in der Woche. Und natürlich, 24-7 heißt es ja und da hilft es nicht, wenn die Assistenz vielleicht mal 2 Stunden am Tag vorbeikommt. Ja klar. Im Bildungsbereich ist Italien sehr gut, wenn es um Barrierefreiheit geht, barrierefreies Bahnfahren, Finnland, Belgien. Belgien hat eins der schlimmsten Bildungssysteme. Nee, nicht Bildungssystem, sondern Bahnfahren, meine ich. Bahnfahren, nö. Brüssel ist die barriereunfreiste Stadt Europas. Also ich kam zurecht. Super, aber es ist für Menschen, wenn die... ich sag mal, ein rollstuhlgerechtes Hotel wollen, Hotelzimmer, dann sind die jetzt nicht in großen Massen vorhanden. Okay. Also ich muss es kurz erklären, ich war damals konnte ich noch laufen und war in Lier, das ist im flämischen Teil Belgiens, musste aber auch über Brüssel fahren und muss sagen, dass wir da eigentlich, also die nimmt sich auch die Zeit, dir den Platz zu zeigen im Zug und so weiter und auch in Brüssel sind wir abgeholt worden, zuverlässig. Also ich konnte mich nicht beschweren. Kann sein, dass es mit Rollstuhl wieder anders aussieht. So, das war der kleine Werbeblock zwischendurch für die Belgische Bahn. Und jetzt geht's weiter. Besuchergruppen, das ist immer sehr schwierig. Ah ja, okay. Arbeitsmarkt ist Spanien relativ innovativ im Vergleich zu Deutschland. Da sind wir so das krasse Negativbeispiel. Okay. Dann natürlich nicht zu vergessen, die Länder, die immer noch Zwangssterilisierung an behinderten Mädchen und Frauen verüben, ein Tabuthema. Also ich glaube, da gibt mir die Arbeit nie aus. Absolut. Wie bist du immer noch mit der Wedemark verknüpft? Du bist immerhin heute hier, also bist du also standardmäßig mit der Wedemark verknüpft oder ist das heute nur so, ja,
Naja, ich muss ja sagen, ich bin ja bei den Nachbarn, ich bin ja dann in Bruchwedel. Ja. Ich wohne wieder in Großbruchwedel. Ah ja, okay. Auch weil meine Mutter alleine wohnt und dachte ich, Mensch, am Wochenende bin ich eh häufig in der Region Hannover. Ja. Bin ich da auch wieder eingezogen. Okay. So ein bisschen, heute nennt man es Mehrgenerationenhaus, früher war das ganz normal. Mhm. Und was ich an der Wedemark besonders liebe, habe ich schon gesagt, die Brillinger Berge. Mhm. Das ist für mich so, dass wenn man es richtig ruhig haben will, und Brüssel ist sehr turbulent, mag ich das immer so ganz gerne als Ausgleich. Und ich bin immer hier ganz gerne, wo es grün ist und ruhig und frische Luft ist. Bist du auch involviert in dieser ganzen Diskussion hier um die Windräder im Forst Rundshorn? Nicht im Detail, aber ich bin auch immer regelmäßig zum Beispiel mit den Regionsgrünen im Austausch. Wenn, ich sag mal, das ist ja jetzt auch kein alleiniges Thema, wo man sagt, boah, das betrifft nur uns. Mhm. Aber so involviert wie auf kommunaler Ebene man das wäre, bin ich es nicht. Aber deswegen bin ich ja auch hier, um zu hören, so, wie ist die Lage. Ne? Aber du bist sozusagen, wie sagt man das, als Support sozusagen damit zugeschaltet, ja, sag ich ja, mal. Ja, also wenn es Bedarfe gibt und deswegen sind so Mitgliederversammlungen, nennen wir das, wo alle Regionsgrünen zusammenkommen und das ist immer, oder Landesparteitag ist immer gut, wo wir dann alle so zusammenkommen können. Mhm. Und dann habe ich auch immer die Möglichkeit, und das ist mir auch sehr wichtig, in Ruhe mit den Leuten zu schnacken. So wie auch hier, dass man die Zeit nutzt und sagt so, was bewegt euch, was kann ich mitnehmen, manchmal, wo braucht man auch eine Stimme, die sagt, ich bräuchte jetzt hier mal nochmal eine Unterschrift, mhm, oder so. Was vielleicht immer sehr, sehr simpel klingt, so oder einfach Unterschrift, aber man nicht unterschätzen darf. Also die europäische Stimme ist nicht gerade klein. Das heißt, du bist sozusagen trotz deiner Stelle im Europaparlament auch bei den Landesparteitagen dabei? Ja, ja, ja. Das okay, ist ja auch wichtig. Also das ist ja jetzt nicht jeden Tag. Mm, ja. Wenn sich die Grünen aus der Region meinetwegen an einem Dienstagabend treffen, dann habe ich ein Problem. Mm. Dann muss ich halt in Brüssel meine Arbeit machen. Das kann ich nicht verhindern, sage ja, ich mal. Ja, ja. Aber wenn es so Freitags, Samstage sind, die Strecke, wenn die Bahn mitspielt, ist ja auch nicht... Das Problem ist echt die Bahn. Ja. Wenn du, normalerweise brauche ich 5 Stunden ja, von Brüssel nach Hannover, ja, dann ist das kein Problem. Aber wenn Streik ist, mhm, wenn du ja, sehr lange in Hamm stehst, ja, wenn, ja, ich habe mal 2 Tage gebraucht. Oh, schön. Ja, 2 Tage. Ich bin Sonntagnachmittag losgefahren und Montagmorgen war ich dann, Mittag war ich dann doch schon beim Termin. Dann hat man auch wenig Spaß daran. Ja, also klar, logisch, ja. Barrierefreiheit ist ja nicht nur Rollstuhlgerechtigkeit. Mhm, ne? Klar, logisch, ja. Das wird immer in der öffentlichen Debatte ganz oft verwechselt. Wie geht es blinden Menschen, wie geht es gehörlosen Menschen, wie geht es Menschen, die nicht lesen können, die dann die Informationen bekommen. Mhm. Wer weiß, was heute hier passiert, wie barrierefrei wird es kommuniziert. Mhm. Barrierefreies Internet, barrierefreies Web, so Social Media Plattformen, ja, ja, barrierefrei sind die. Wir haben ja in Corona-Zeiten ganz viele Zoom-Calls gehabt, ja, so Insta-Live. Ja, da war dann schon mal, wie linkt man da eine Werbenschaft mit rein? Ach so, ja, ja, klar, logisch, ja. Und das ist, ich sag mal immer, behinderte Menschen werden nicht als Kundinnen und Kunden gesehen, sondern das ist eine Last, die kostet Geld. Nee, aber wir sind auch mit 100 Millionen Menschen eine Macht, eine Stimme und nicht immer automatisch arm, sondern wir haben auch mit Geld Einfluss. Ja, jetzt hast du ja eigentlich eine vergleichsweise leichte Behinderung, sag ich mal. Wie meinst du das? Komm, erzähl. Also, ich bin 1,52 und der Koffer ist dann auch, wir denken immer die Leute, ich habe jemanden, der mir bei der Reise hilft, das hilft mir niemand. Also, ja, das kenne ich auch, ja. Mhm. Also immer so, ja, und dann hast du ja jemanden, der dich nach Brüssel begleitet, ja, so, ja, nö. und sind immer fassungslos. Na, natürlich, und wenn du keine Wohnung hast mit Fahrstuhl, den Koffer muss ich abends nehmen, da weiß man auch nicht schlecht. Ja, 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 ich bin ja, nur ja, in einer sehr privilegierten Situation, das sage ich immer wieder. Ich bin einer der wenigen, die es dahin geschafft hat, so ein bisschen Goldmedaille im Hürdenlauf. Und ich, sobald ich eine Hürde habe, kann ich sagen, boah, ich bezahle das. Ich bezahle mir eben mal schnell ein Taxi. Oder ich habe jetzt mal einen Fahrdienst. Aber in diese Situation musst du erst mal kommen und das muss man halt auch immer klar. Das sieht immer alles sehr einfach aus. Ja. So, und dann denken die Leute immer, naja, und so wirklich behindert bist du ja gar nicht. Ich habe zum Beispiel im Parlament für 2 wichtige Barrieren oder gegen 2 Barrieren ankämpfen müssen bis zum Schluss. Mhm. Das Abstimmungsgerät, ich kann nicht selbstständig abstimmen. Ah ja. Und wir haben in Straßburg diese großen blauen Sessel, die ja, sind so mit Metall ja, oder mit
so Magnetsteinen, sind die befestigt, dass die Sessel halt nicht rumeiern. Ach so, ja. Im Bundestag sind die auf so einer Schiene gesetzt. Ja. Aber im Parlament musst du echt schon Kraft haben. Und habe ich so gesagt, so, und da hilft dir jetzt mal kein Saaldiener, weil ich mich selbstständig setzen möchte und aufstehen. Da hilft dir dann schon Social Media. Und es war wohl unheimlich schwierig, da irgendwie einen alternativen Stuhl zu finden. Ja. Abstimmungsgerät, musste ich sehr, sehr laut im Parlament sein. Okay. Habe ich aber auch eine Unterstützung unserer Parlamentspräsidentin gehabt. Aber es hilft. Ich muss immer bei ihr anklopfen und sagen, es ist mal wieder nicht passiert. Ich habe mal wieder den Zugang nicht gehabt. Ja. Andere können sich auf wichtige Abstimmungen, also es ist ja nicht irgendwie so nur, ich bin ja keine Klickarbeiterin. Konzentriert an so eine Abstimmungsliste dich setzen. Und das Erste, was du machen darfst, ist erstmal bis 10 Minuten eher, da die Kollegen können später kommen. Du musst es immer kontrollieren, du musst dir den Raum freikämpfen. Muss immer laut und nervig sein. Was wir jetzt immer als Usus haben, solange erst wenn Katrin abstimmen kann und alles gesettelt ist, beginnt die Abstimmung. Ah, cool, okay. Wie lange hat das gedauert? Ach du, eigentlich immer noch. Also, ab Corona war es halt einfach, da waren wir halt zu Hause, da ist nicht aufgefallen. Nach Corona war das so, oh Gott, ja, wir haben ja da jemanden, das wussten wir ja gar nicht so nach vielleicht noch bis vor einem Dreivierteljahr. Also so 2 Jährchen, kann man sagen? Ja, also die haben lange gebraucht. Krass. Also im Schnitt über 2 Jahre. Wenn wir jetzt mal Corona rausnehmen, bestimmt. Okay, ja. Aber das kennen wir hier. Das ist so einen ähnlichen Fall hatten wir in der Wedemark hier auch. Allerdings ging es dann nicht um ein Abstimmungsgerät, sondern um einen einfachen Handlauf. Ja. Und wir haben, wie lange gebraucht? Ich weiß es gar nicht mehr. 3 Jahre. Oh, 3 Jahre. Ja, doch. So kurz. Ja. Also wir kennen das Problem auch, ja, durchaus. Vielleicht eine der letzten Fragen, ich weiß, wir reden jetzt schon ziemlich lange, aber vielleicht viel doch Spaß noch. Beim Schneiden. Ich rede immer viel und sage, es kann alles schneiden. Ich glaube, da schneide ich gar nicht so viel. Also, genau, aber trotzdem nochmal wichtige Frage, Thema Rechtspopulismus. Ja, ich glaube, da wollte ich die Frage gar nicht stellen. Wie siehst du das? Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil wir dürfen nicht unterschätzen, auch wie viele behinderte Menschen sich den Rechtspopulisten anschließen. Ich sehe das immer wieder im Parlament, dass wir zum Beispiel italienisch die Lega Nord. Das ist hier Meloni, ne? Rom, auch bei den Behindertenverbänden, die mit denen nicht immer zwingend ein Problem haben, weil die sehr beschützend und bemüht und nett und freundlich mit den behinderten Menschen sind. Okay. So, wir tun etwas für dich. Es ist so ein beispielsweise auch in Frankreich gibt es eine Kasse in Supermärkten für Schwangere und Behinderte. Ah ja, okay. Und das ist nicht, wie ich selbstbestimmt und inklusiv verstehe. Aber es gibt ja auch behinderte Menschen, die das auch alles ganz toll finden. So dieses, man kümmert sich um mich. Und die Faschisten oder dann in dem Fall die Rechtspopulisten sagen auch gerne, also ohne die Geflüchteten wird es unseren behinderten Menschen viel, viel besser. Und da werde ich dann sauer, und aber das dürfen wir halt auch nicht unterstützen. Klar, wählen gehen, klar, man hat ein Wahlrecht, seine Stimme nutzen, Briefwahl ist eine Möglichkeit. Ja, absolut. So wie man es möchte. Ja. Ich weiß, auch die Barrieren in den Wahllokalen sind europaweit auch immer ein Thema. Da geht es nicht nur bei uns irgendwie so, dass man sagt, wie komme ich denn da jetzt hin? Ja. Wobei ich es jetzt spannend fand, in Schweden wurde jetzt zumindest das Parlament in Schweden auch online gewählt. Ah ja, die haben in Skandinavien und auch in Estland meines Wissens, sind die viel digitaler. Ja. Und da sind wir noch weit von entfernt. Ja, aber wir dürfen uns da nicht blenden lassen, die tun nichts Gutes für behinderte Menschen. Und ich sag mal, jede demokratische Partei, aber die AfD in dem Fall, wenn klar. Aber findest du jetzt, sag ich mal, eine extra Kasse für Behinderte so negativ? Das war jetzt keine, wo man sagt, okay, das ist jetzt besonders praktisch, dass ich mit dem Rollstuhl an dieses Kassenband komme. Sondern ich habe mir gedacht, warum, und ich habe das am Anfang gar nicht verstanden, die haben mich dann immer in diese Reihe geschubst. Und auch die anderen, und das war so, oh Gott, ja, und gehen Sie ruhig vor. Und ich habe es nicht begriffen. Was wollt ihr denn von mir? Warum soll ich mich da einfallen? Da auf der anderen Seite geht es doch viel schneller. Und dann gucke ich so rum und dann steht da auf Französisch, handicapé. Und ich dachte nur, und dann habe ich da ein Problem. Wenn es um Barrierefreiheit geht, wie ich muss mit dem Rollstuhl ran oder der Rollator, oder das ist einfach nochmal eine technische Frage, habe ich da kein Problem mit. Ja. Aber das war nicht zu erkennen, was ist jetzt Sinn und Zweck der Sache. Ach so, okay. Sondern einfach eine Art von,
oh Gott, ja, jetzt, wir machen extra Platz für dich, du arme Sau. Ach so, ach so, ah, okay, jetzt, okay. Ja, okay, das ist klar. Ich dachte, es ging so die Alten und die Behinderten und die Schwachen. Ich dachte, es ging jetzt eher so um, du brauchst mehr Zeit, also geh an die Kasse. Das war halt so nicht so wirklich. Und dann dachte ich, das ist für mich dann irgendeine Form von, weil es war eher so mitleidig. Ach so, jetzt, okay. Die Leute waren dann da so für mich negativen Sinne so sensibilisiert. Oh ja, und gehen Sie ruhig. Die haben sie auch schwer, dann dürfen sie zuerst. Ach so, okay. Ableismus. Ja, okay, jetzt, wieder, ich hatte es anders verstanden, dass sozusagen du brauchst länger. Also ist ja manchmal so, dass man irgendwie. Ja, das ist ja auch okay, ne? Also, gerade Leute, die jetzt geistig nicht ganz so fit sind, sage ich mal, dann doch ein bisschen länger brauchen. Nee, das war ganz klar so eine Geschichte von. Ach so, okay. Oh ja. Machen ja, wir gut. Mal. Ja, also wie gesagt, vielen Dank und wir können gerne öfters quatschen, ja, wenn du willst, und verfolgen das gerne weiter auf jeden Fall deine Total Arbeit. Total gerne. Das Interview mit der Europaabgeordneten Katrin Langensiepen. Sie ist die erste Frau im Europaparlament mit einer Behinderung. Sie hat das TAR-Syndrom, das heißt, sie hat kürzere Arme. Und das war ja der Wedemarkast über den Ökomarkt 2024 am 26. Mai 2024 in Bissendorf auf dem Amtshof. Wenn es euch gefallen hat, dann liked gerne mal die ganzen Social Media Kanäle. Das hilft nämlich dem Algorithmus und meinem Hund. Das, genau, also egal wo. YouTube, Instagram, Facebook, sucht euch irgendwas aus, am besten alle drei. Wenn ihr jetzt das Ganze gehört habt und gesagt habt, ach Mist, ich war auch auf dem Ökomarkt und wäre gerne interviewt worden, ja, nein, dann holen wir das nach. Kein Problem. Meldet euch einfach bei mir. Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich bis zum nächsten Mal. Und nochmal der Hinweis, dieser Podcast war eine Kooperation zwischen dem Wedemarkast und dem grünen Ortsverband Wedemark.